Bei mir zu Gast ist heute Steffen vom Jazzclub Tolle. Du bist dort der Geschäftsführer und künstlerische Leiter. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der so ganz gechillt in sich ruhen, so als ob dich nichts aus der Ruhe bringen kann. Hast du ein paar Tipps, wie man so eine Einstellung hinkriegt? Man muss einfach mit den Widrigkeiten, die sich einem entgegenstellen, umgehen und nicht nervös machen lassen. Man muss die Situation auf sich zukommen lassen und dann einfach mal, bevor man reagiert, kurz innehalten. Das ist, glaube ich, schon mal ein erster Schritt, dann entsprechend entspannter zu reagieren. In Ruhe drüber nachdenken und nach Lösungen suchen. Dann findet sich in den meisten Fällen schon eine Idee, wie man mit Stress umgehen kann oder Lösungsansätze findet. Schon eine Gewissheit haben, dass es immer eine Lösung gibt. Durchaus, ja. Du bist jetzt in der Kultur tätig. Wie wichtig ist das denn so fürs Gemüt, für die Seele? Unglaublich wichtig. Die Kultur ist etwas, was uns an vielen Stellen auffangen kann, uns Ruhe geben kann, Entspannung geben kann und uns dann aber auch wieder zum Nachdenken anregt. Also öfter mal ein Konzert gehen? Unbedingt. Vielleicht die Bildschirme lieber weglassen und ins Theater gehen. Kino, große Leinwand ist auch besser als ein kleiner Bildschirm. Meine Lesungen hören, Menschen treffen, nicht vor diesen Kästen sitzen.